Benvenuti in Mani Chiuse, heute kochen wir Saltimbocca alla Romana. Was sind die? Also es kann Fleisch nach römischer Art. Was brauchen wir da? Ich habe 8 Stückchen Kalbfleisch genommen und dann noch Prosciutto Crudo. Ich habe Parmaschinke gekauft, noch ein Glas Weißwein, ein bisschen Mehl, Salbeiblättern, 40 Gramm Butter, noch ein paar Zahnstocher. Wie sagen wir Regie auf Deutsch? Zahnstocher, dann Salz, Pfeffer und dann unsere Fleisch ein bisschen glatt zu machen. Also ich habe keine Klopfer und deswegen habe ich mein Mörser genommen. Fangen wir an. Ich habe mein Stückchen Kampffleisch genommen hier und dann machen wir uns das ein bisschen glatt. Ich habe meinen Mörser, als ich ja vorher gesagt habe, ich mache das ein bisschen glatt, so. Okay, perfekt. Dann ich nehme eine Blattsalbe, meine Stückchen, ja, Parmaschinken, mein Blatt drüber und einen Zahnstocher. Einfach so machen. So, perfekt. Perfekt. Und jetzt wir machen Mehl. So. So, perfekt. Noch das hier. Und dann. Ich habe unsere Butter in diese Pfanne reingemacht und wenn der Butter zerschmolzen ist, wie jetzt, wir machen unsere Kalbfilet rein. Einfach so. Also diese Salbeiblätter muss hier so sein. Wir machen Pfeffer drauf, ein bisschen etwas Pfeffer drauf, ein bisschen Salz auch. Okay. Und dann drehen wir. Und jetzt löschen alles mit unserem Wein ab. Jetzt lassen wir unsere Beine schon verkochen und unsere Saltimbocca sind fertig. Und unsere Saltimbocca sind fertig. Ich esse die heute sehr gerne mit Rosmarinkartoffeln. So, tutto finito. Buon appetito!